Halik, und da ist er auch schon. Sehr schön. Gut. Möchtest du ansagen, Möhre? Ich darf ansagen? Okay. Ja, du darfst heute ansagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Tech Team Terraria. Langes her, für euch seit gestern, für uns ein bisschen länger. Ja, wir spielen natürlich wieder mit unserem Lieblings-Tech-Team-Kollegen Smoodern. Hallo! Heute leider ohne Special Guest. Die gute Flake ist heute leider nicht dabei. Das heißt, wir müssen heute alle selber farmen. Ja, genau. Aber wir haben uns auch wieder was Schönes ausgedacht für die heutige Aufnahme. Hehre Ziele. Genau, wir haben uns wieder schöne Ziele gesetzt. Mal schauen, wie lange wir diesmal brauchen, bis wir die umsetzen. Ich glaube, letztes Mal hat es eine Stunde, glaube ich, gedauert. Ja, genau. Gut. Ja, wir haben schon ein paar kleine Vorbereitungen getroffen. Der aufmerksame Zuschauer von euch wird merken, dass Möhre sein Kleidchen nicht mehr anhat. Wir sind jetzt im Japano-Stil unterwegs. Genau. Junichi war mein Freund. mit Katana. Stil echt, genau, mit Katana und Kimono. Und wir haben uns ausgerüstet, was wir halt sonst in der Aufnahme nicht machen wollten. Wir haben offscreen beim Spielen haben wir uns, also Möhre nicht, aber ich habe mich schon mal in die Hölle vorgegraben, schon mal ein bisschen nachgeguckt, was da Ambach ist. Und wir werden uns heute in die Hölle begeben, werden uns diese Voodoo-Puppe schnappen, wovon wir schon ein oder zwei da haben. Aber ja, wir lassen euch teilhaben an der Jagd der Dritten, weil alle aller guten Dinge sind drei. Genau, wir werden wahrscheinlich auch nicht nur eine brauchen. Also für die ganzen Pros unter euch brauchen wir es wahrscheinlich nicht erklären. Aber für Spieler so wie uns schon. Wir haben nämlich vor, unten in der Hölle die Wall of Flesh zu rufen. Und dafür braucht man eine wunderschöne Voodoo-Puppe. Und ich glaube, dieser Kollege hier oben, der gute Steve, wird... dem wird das nicht so gut gefallen, was wir da vorhaben. und dann, ja, brauchen wir nämlich eine Voodoo-Puppe und dann können wir mit magischen Worten die Wall of Flesh rufen. Und dann gibt's richtig Haue, glaube ich. Echt? Geht das da um den Steve? Ich glaube schon. Per se? Oder ist das irgendwer? Kann das auch Rosalva sein oder Mario? Weiß ich gar nicht. Ich glaube Steve. Aber, selber gerufen habe ich sie noch nicht. Ich glaube, ihm wird das nicht ganz so gut gefallen. Weil irgendwie die Voodoo-Puppe sieht auch, glaube ich, so ähnlich aus wie er. Alan! Steve! Alan! Mega geil. Gut. Genau, ja. Bist du bereit, Möhre? Ich bin allzeit bereit. Sehr gut. Genau. Ich folge dem Brown Wizard. Die Hölle. Blub. Mal gucken, ob ich den Weg jetzt wieder finde. Da geht's ja noch. Boy. Ah, er wieder mit seinen Pegasus. Mit seinen Pegasus-Stiefeln. Pegasus! Nee, da lang. Da lang? Gott. Ja, der hat einfach ohne mich gespielt. Das war noch ein bisschen traurig. Ah. Vorne geht's ab. Ah, ja. Aber das sieht immer galanter aus, wie wir hier durchrennen. Ja. Schon gut. Aber Möhre, weißt du was? Eigentlich könnten wir auch mal so eine Art Challenge. Uns zu einer Art Challenge verabreden. Wer als erstes stirbt, muss ein Lied singen. Wer als erstes stirbt, muss ein Lied singen? Ja. Oh Gott. Möchtest du deine jetzt schon sehr hohen Zuschauerzahlen noch verringern? Oh. Ich bin immer wieder von diesen Schleimen begeistert. Die machen so einen Schaden und die gehen so aggressiv auf die Gegner drauf. Das stimmt. Und los! Ah ne, wir müssen ja hier runter, ne? Richtig.
Aber ich dachte mir, lass ihn mal fahren. Genau. Lass ihn ruhig mal machen. Warum ist denn das jetzt auf einmal so... Au! Ich dachte eben, du haust mich. Ja. Nee, PvP ist aus. Das möchte ich nicht. Ja, man sieht hier der... Der Profi Smudan hat sich hier... Weg gebaut. Durchgegraben. Wie die Zwerge. Ja, richtig. Boah, das Schwert geht gut nach vorne, ey, muss ich echt sagen. Wer ist das? Das ist der Billy Murrows, der so tolle Sachen hat. Hier, der hat so ein... Wahrscheinlich klatschen jetzt alle ihre Hände über den Kopf und sagen, boah, was, warum kauft ihr das denn nicht, ihr Idioten? aber ich... Ich find's irgendwie scheiße. Ja, richtig. Die Flake hat letztes Mal mitgespielt. Da sieht man hier dran, die wurden nämlich eher ermordet. Insofern, Gedenken an Flake. Falls ihr die Folgen guckt, man weiß es ja nicht. Ach, na klar. Ach, natürlich. Hochfrequentiert. Ja, sicher. Wenn ich jetzt irgendwann bestimmt mal. Ja, richtig. Spätestens, wenn wir richtig erfolgreich sind. Bis wann hat YouTube gesagt, wolltest du machen? Ja, eher auf dem absteigenden Ast. Ja, hier runter ging er jetzt fix. Also, das muss ich ja sagen, das haben wir drauf. Ach, guck. Ja, alter Wurm kam wieder. Ja, hier links sieht man schön, wo wir ursprünglich lang gegangen sind. Wir haben uns hier eigentlich nach schräg links unten anfangs durch diese Spinnenhülle durchgefressen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Spaß. Ich habe keine Lust mehr, weil die spawnen sich ja immer wieder neu. Und habe ich mir gedacht, ich mache hier einen galanten Weg drumherum. Ja, da hast du auch mitgedacht. Ja, man sieht auch schon so an dem einladenden Hintergrund, und auch schon, dass es so langsam ernst wird. Es geht Richtung Tiefe. Genau. Hier kommen gleich so kleine Leute, die das hier ein bisschen ernster meinen als wir. Die freue ich mich schon ein bisschen. Wow. Und mit diesem komischen Brandschaden, ey, das ist so ätzend. Da ist er wieder. Da ist er schon, Alter. Da ist er schon. Aber mit den Schleimen sind die nur noch halb so gefährlich. Ja, das stimmt. Ja, vor allem die Schleime, die gehen auch einfach so nach vorne. Auch die Katanas gehen echt cool. Ach, guck hier, das ist nur so ein Dämon. Ja, das ne? ist nur so ein billiger. Der hat nur 120 Schaden. Ach, guck, ey. Oh, oh. Der soll sich mal hier vorsehen. Du kommst nicht vorbei! Was ist ja eigentlich mehr dein Tick, ne? Geh fort! Den hast du ja galant gemacht. Hau ihn weg! So. Ach, guck hier. Hier wurde Flake längs gefaltet. Ach, und der konnte das vorher nicht löschen. Ich bin gelandet, verbrannt. Oh, da ist so ein Voodoo-Dämon, da links. Dieser Turm, der hier gebaut wurde, ist übrigens eine reine Todesfalle. Wo haben die den deshalb gebaut? Oh Gott! Nein! Ist er tot? Ja. Er hat auch eine fallen lassen, eine Voodoo-Puppe. Sehr geil. Ich würde sie euch jetzt zeigen, aber ich traue mich gar nicht ins Menü zu gehen. Ich traue mich nie ins Menü. Das ist geil. Gleich später. Ich traue mich nicht ins Menü. Ja. Ach, guck da unten hier. Flake konnte das Feuer nicht löschen. Ach, Hackfleisch war es auch. Auch schön. Was sind das eigentlich dafür für so ein rotes Material? Kann man das eigentlich abbauen? Weißt du nein. das? Kann man nicht? Nein, keine Chance. Kriegen wir nicht abgebaut. Selbst mit der Goldspitzhacke nicht? Selbst mit der Goldspitzhacke nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Oh Mann, ey. Da sind wir aber noch zu schlecht für.
Ja, irgendwie schon. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir mit einer Goldspitzhacke hier eigentlich unten schon ziemlich weit kommen, aber scheint nicht. Du hast auch noch Dreck am Start, ne? Am Stecken. Bisse? Ja, hab ich. Aber nur noch 14 Mod-Blöcke habe ich noch. Weil diese. Oh. Diese, Oh, scheiße, da hinten ist schon wieder so ein Voodoo-Ed. Jo. Vielleicht sollten wir noch so eine Puppe holen. Wenn wir es schaffen. Ja, das beschwören gleich drei Fleischwände. Ja, richtig. Ja. Heißt ja dann noch dreimal mehr Spaß oder so, ne? Oh, und der Möhre muss gleich ein Lied singen, glaube ich. Oh. Bin er, ey. Zack. Was denn für eins? Weiß ich nicht. Uah. Das kannst du dir aussuchen, du kannst sowas wie alle meine Entchen singen oder oder Tina Turner. I will always love you. Ja, bitte. Damit meine Stimme wenigstens gefordert wird. Damit hast du jetzt ein Tor geschossen, wirklich. Ja, oder hier der ewige Kreis von König der Löwen. Aber mit dem Intro auch. Ich weiß nicht, was du da genau. Du machst es dir nur schlimmer. Ja, ich weiß. Oh! Ich hoffe einfach, dass ich nicht derjenige bin, der gleich. Nein! Ja! Nein! Das ging schnell. Oh, scheiße. Ja, scheiße, die Wandern, ey. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Hier gibt's nicht. Rage quitten geht nicht. Ich muss weg. Sorry. Heute leider nur 11 Minuten. Ich hab da noch was im Ofen. Ja, richtig. Ich krieg gerade einen Anruf. Ja, du darfst das natürlich auch noch verschieben. Als Art Siegesgesang, wenn wir die Fleischwand besiegt haben. Aber du musst. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst. Ja, du brauchst deine Stimme jetzt noch zum Reden. Genau, richtig. Ja, richtig. Ich mache auf jeden Fall, sonst gibt es irgendwann so ein Special-Video dafür. Versuch mal wieder runterzukommen. Dann lacht er, der Sack, ey. Ja! Ich wusste, dass das eine blöde Idee ist. Oh, da hinten kommt noch so ein Turm. Die ganzen Skins, die du drauf hast, die verstecken wahrscheinlich deine ganzen Platin-Rüstungen. Psst. Genau. Was soll ich auch machen, ne? Er hat es natürlich stundenlang schon früher mehr gespielt als ja, ich. Ja, ja, jetzt kommt er mir auf die Tour hier. Ah, nein, Wettenschulden sind Ehrenschulden, ne? Das ist... Oh! Ach ja, wo sind wir denn hier runter? Ach, warte mal, ich laufe da runter. Immer den Grabstein nach. Immer den Grabstein. Hier noch, da runter. Jetzt versteckt so eine blöde Mama sich hier. So, vor jetzt den... können wir da nämlich flüssig drüber laufen, das ist gut. Flüssig kannst du da drüber laufen? Ja, es ist. Der... Ach so, ah, okay. Ne? Verstehst, was ich meine? Ja, jetzt verstehe ich. Ich dachte, irgendwie was mit Lava gemacht, deswegen. Oh, was macht denn die Spinne hier? Ja, über Lava kannst du auch flüssig drüber laufen. Ja, das dachte ich nur jetzt. Nur eine Frage der Zeit. Ich habe erst gesagt, dass du das meinst. Kannst flüssig drüber gehen. Sollte man vielleicht nur einmal machen. Hast du dir auch einen Schleim mitgebracht? Nein! Du musst dann auch mal hoch. Ja. Und noch wieder 5 Folgen weg. Nein, das ging nicht. Kann nicht. Ja. Möhre hat in den Hardcore-Modus gewechselt, ohne Schleim. Da liegt ein Heiltrank da unten. Alter Lachs, ey.
Höllenfeuerpfeil habe ich jetzt auch noch. Die könnte ich dir gleich auch noch geben. Oh! Ui, ui, ui! Ui, 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 ui! Da wollte ich den Möhre einbauen hier. Ja, weg schon. Hey, warte mal. Boah! Oh. Oh! Alter, gibt's das denn? Alter! Das ist doch nicht die Möglichkeit! Boah! Ja, kann ich wenigstens Schleim holen. Wie ging das denn? Das Feuer zieht sowas von an Schaden ab. Ja. Da hilft so ein kleiner Heiltrank gar nicht gegen. Ach guck, ich habe sogar zwei Fremdenführerpuppen habe ich schon. Na, siehst du? Ja, dann. Das ist ja. Ja, easy going. Eben. Nein, was wir halt jetzt versuchen, auch als kleine Erklärung für alle, die da zugucken. Also, Möhre, nochmal für dich, da du ja gerade zuguckst. Das kann doch echt sein. Was wir jetzt gerade versuchen, ist über der Lava mit Dreck eine Art Basis zu bauen, durch die wir nicht durchfallen können. Und da drüber halt gewisse Linien zu ziehen mit den Holzklappen, wo wir hoch und runter springen können und fallen können. Und das halt ein bisschen zweidimensional zu bewegen. Ja. Im Kampf gegen die Fleischwand, die wir danach rufen. Wenn wir ein gewisses Kontingent an... Ne, dann bauen wir uns ruhig so weit nach links wie möglich, weil ich glaube, die spawnt ja... Diese Fleischwand, die spawnt ziemlich weit da, wo... Ne, Moment. Die spawnt da, wo man dem Ende der Welt am nächsten ist. Nee, gar nicht wahr. Die spawnt an dem Ende der Welt, wo man am weitesten von weg ist. Ah, okay. Glaube ich. Da wir aber in der Mitte sind, sucht die sich eine Seite aus, oder wie? Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin doch auch nur doof. Braucht man eigentlich... Stimmt, wir sind ziemlich in der Mitte. Ja, braucht man da Fernkampfwaffen für die, oder kann man dort auch mit Nahkampf machen? Ja, jetzt frage ich dich was. Woher soll ich denn das wissen, Mann? Gut, egal. Wir probieren das jetzt einfach weiter. Hopp, hopp. So, dann nochmal. Und wenn wir dann so in einer Viertelstunde die Fleischwand vernichtet haben, zum zweiten Mal. Ja, natürlich. 4 Mal können wir die jetzt machen. Dann müssen wir auch noch anbauen bei uns. Obwohl, nee, das wird ja ein Zimmer frei. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube aber, der kommt wieder. So. Echt? Ja. Ich glaube, der spawnt einfach nach einem Tag wieder neu. Aber wir haben noch ein Zimmer frei. Wo ist er nicht? Ja, eins haben wir noch frei. So. Immer wieder erstaunt, wie galant wir hier runterkommen. Wow! Oh. Hättest nicht sagen dürfen. Da habe ich den Druck erhöht auch, ne? Galant. Ja. Oh! Nein. Ja, ohne Facecam, sonst hättest du die Anführungszeichen gesehen. Aua. Unten ist einer drin. Irgendwas. Der Undead Viking. Wie die uns am Anfang auf die Fresse gehauen haben, ne? Mhm. Und jetzt so. Und jetzt einfach wegschnetzeln die Vier. Genau, so im Vorbeigehen mal eben. Zack. Beste Beispiel ist immer noch dieser komische Wurm. ja, du hast recht. Vor dem. Anfang, oh Gott, hatte ich Schiss vor diesem Vieh. Wenn dann dieses Geräusch kam. Dieses. Hey, du machst das gut. Ja, ne? Gib zu, du warst das. Könnte auch Synchronsprecher sein. Für Würmer. Also, falls wer hier ist, ne? Ein Scout oder so. Fürs nächste Terraria machen wir dann mit Synchronsprechern. Sehr gut. Ja, es gibt richtig viele Mods, habe ich auch gesehen, für Terraria. Also,
auch dann die dann so ein bisschen mehr Rollenspiel hier mit reinbringen und all so ein Scheiß. Echt? Ja. Aua, wo krieg ich einen Schaden? Ach, da war so ein Unglück.